Na, ihr Nudeln, ich mach's mal kurz und knapp, warum ihr jetzt meine Fresse sehen tut. Würdet ihr in den nächsten Tagen sowieso? Ich habe nur ein kleines Problem. In den nächsten Tagen werden weniger Videos kommen. Die Videoqualität ist gerade für den Arsch, weil ich gerade im Auto sitze und mit dem Handy aufnehme. Denn ich habe kein Internet mehr. Mein Anbieter meinte, die haben eine geplante Wartungsarbeit am 14.02. um 23 Uhr bis so ungefähr 6 Uhr morgens am 15.02. Das Problem ist jetzt allerdings, seit 0 Uhr, also am 14.02., seit 0 Uhr habe ich kein Internet mehr. Kommt da hinten ein Bus, dann muss ich hier nämlich weg. Habe ich nämlich kein Internet, da hinten kommt ein Bus. Ich muss mal ganz kurz woanders hinfahren. So, jetzt sieht man noch weniger, aber ich stehe nicht mehr mitten auf der Straße, beziehungsweise auf dem Bushaltestelle. So, und mein Internetanbieter meint jetzt auf einmal, ja, wir haben jetzt schon Wartungsarbeiten, die dauern etwas länger, als wir es eingeschätzt haben, deswegen haben wir jetzt schon angefangen und wenn sie Glück haben, haben sie wieder Mittwoch oder Donnerstag wieder Internet. Am Mittwoch möchte ich euch ein neues Projekt präsentieren, ich möchte den Trailer davon am Mittwoch hochladen, da habe ich jetzt die letzte Woche mega viel Arbeit, mega viel Zeit und mega viel Herzblut reingesteckt. Es wird ein Roleplay-Projekt. Ich werde noch nicht zu viel verraten. Es wird aber mega geil. Ich habe super viele Plugins da bis jetzt programmiert. Ich habe super geile Sachen zusammengebastelt. Es ist alles Minecraft Vanilla mit richtig geilen Plugins und richtig geiles Roleplay. Das wird ab Mittwoch starten, aber weil Mittwoch meine Deadline ist, dann muss es fertig sein. Ich muss morgen, also heute am 14.02. muss ich alles fertig haben dafür, damit wir Mittwoch die erste Folge aufnehmen können, allen drum und dran. Nur ohne Internet geht das ein bisschen schlecht. Ja, deswegen habe ich jetzt alle meine Sachen zusammengepackt. Jetzt seht ihr gar nicht, mein Kofferraum ist mich voll. Ich habe meinen PC eingepackt und ja, fahre jetzt zu der Zanza. Die ist super nett, hat sich bereit erklärt, dass ich mich dahin pflanzen kann. Und da jetzt meine Sachen fertig machen kann, weil sonst schaffe ich das nicht. Deswegen muss ich jetzt 1,5 Stunden, 2 Stunden in den Harz fahren. Und dann sehen wir uns da, mit meinen nächsten Videos sehen wir uns ab da dann wieder. Ich hoffe, dass ich es da vernünftig hinkriege, Videos zu produzieren. Ich muss es tun. Weil sonst habe ich ein Problem, weil das Ganze soll Mittwoch, spätestens Freitag starten. Mittwoch gibt es ein Infovideo darauf und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die nächsten 2 Tage für Videos kommen werden, weil ich nicht weiß, wie ich es geschissen kriege. Bevor jemand fragt, in was für einem Auto ich sitze in einem Golf Variant GTD. Das ist ein Leihwagen, habe aktuell einen Leihwagen, bis ich mein neues Auto habe. Und ich fahre ja kein 150.000 Euro, was war das nochmal? AMG, nee, keine 150.000 Euro G-Klasse. Aber Leute, sag tschüss, haut da rein, danke fürs Zuschauen, gebt ein Däumchen nach oben. Wenn ihr mich versteht, wenn ihr mir euer Beileid, dass ich kein Internet habe für 3 Tage, aussprechen möchtet und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin, ich muss übrigens auch noch zum Friseur. Weil das Ganze mit Facecam, das Projekt soll mit Facecam laufen und ich habe so unglaublich lange Haare. Guckt da, was an die rein? Bis hier gehen meine Haare, guckt euch an. Ich war schon Ewigkeit nicht zum Friseur, weil. Wozu auch? Ich hocke in letzter Zeit nur noch zu Hause, weil ich kaum noch vor die Tür komme. Und da dachte ich mir, wenn ich die nächsten Facecam-Videos mache, dann gehe ich zum Friseur. Dann kommt die Matte ab und dann muss ich jetzt nämlich dringend wieder hin. Und ich hoffe, ich finde im Harz einen vernünftigen Friseur. Haut da rein, bis dann. Tschüss.